Herzlich willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Für weitere Informationen besucht uns unter www.stoikerpodcast.de. Dort findet ihr alle Folgen im Überblick mit zugehörigen Shownotes sowie Buchempfehlungen. Falls ihr Fragen und Anregungen habt, schickt diese gerne an mail@stoikerpodcast.de. Weiter geht es in dieser Folge mit Teil 2 des Gesprächs mit Anne Germann über die Rolle der Frauen im Stoizismus. Ich halte eine überlegte Vorgehensweise einfach für besser. Und Faking Anger kann ich jetzt persönlich nicht so viel zu sagen. Ich mache das teilweise mit meinem Kleinkind, aber das ist eher aus erzieherischen Mitteln. Und ja, wobei zum besseren kleinen Menschen will ich ihn natürlich auch machen. Ich habe noch eine, oder vielleicht können wir so ein kleines Experiment wagen. Also ich glaube, es gibt ja genug Frauen, die in irgendeiner Form dessen ausgesetzt sind. Und gäbe es so eine Art, so einen kleinen Plan, den wir ihnen vielleicht mit an die Hand geben können, wenn sie solchen Situationen ausgesetzt sind, wie können sie auf ihre erste Emotion reagieren? Und überhaupt, wie könnte man sie bekräftigen, da was zu verändern an der Stelle? Hast du eine Idee? Also, ich glaube, da bin ich jetzt nicht die richtige Person, um ein Toolkit jemandem in der Situation an die Hand zu geben. Das war jetzt eher meine persönliche Situation, die ich beschreiben kann. Ansonsten bin ich da, glaube ich, nicht qualifiziert genug für. Und es kommt auch, wie beim Stoizismus ja oft, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr auf die einzelne Situation an, in der man sich bewegt, was das angemessene Mittel zur angemessenen Situation ist. Da kann man, glaube ich, gar nicht so ein Fahrtenbuch irgendwie vorlegen, denke ich mal. Okay. Ja, sehr abstrakte Weise kann man vermutlich sagen, so wie wir das ja schon häufiger mal gemacht haben, man kann sich ja auf Situationen vorbereiten. Ja, also Prämeditatio Futurum Malorum oder Ähnlichem, um sozusagen der negativen Emotion ein Stück weit sich zu desensibilisieren gegenüber der Praxis. Ne? Das kann man, glaube ich, auf so einem abstrakten Niveau sagen, dass das eben möglich ist. Ne? Ja, man bereitet sich, ich versuche mich auch auf vieles vorzubereiten und dass der Tag so bringt, genau. Wir haben vor dem Gespräch beim kurzen Technikcheck und so weiter hat Anne auch schon gesagt, sie hat die Sorge, dass vielleicht ihre Tochter im Hintergrund mal in den Raum reinmarschiert, aber sie hat sich da prämeditatio-mäßig darauf vorbereitet. Also da sind wir gleich wieder direkt in der Alltagsanwendung. Ich wollte noch ein Wort zur Stoikon Woman sagen. Also viele sagen ja, dass der Stoizismus gerade deshalb so attraktiv ist, weil er halt eine sehr praktische Herangehensweise hat, sehr praktische Philosophie ist. Und deshalb finde ich so diese themenspezifischen Stoikons eigentlich richtig spannend. Also die kommen jetzt ja immer mehr, dass nicht bloß so regionale Gruppen irgendwie sich zusammentun, sondern eben auch so themenspezifisch, wo dann ganz, ganz konkrete Probleme irgendwie angesprochen und behandelt werden. Also das macht die ganze Sache, finde ich, noch attraktiver, wenn man sich jetzt irgendwie da eine ganz spezielle Fragestellung hat und da gibt es dann das entsprechende Event dazu, wo dann Leute wirklich da drüber sprechen. Also kann ich jedem nur empfehlen, der da Lust hat, mal teilzunehmen. Man sollte allerdings Englisch sprechen können, das muss man vielleicht dazu sagen. Ja, ist wahrscheinlich anzuraten. Also das ist ja der Dachverband, ist ja, den hattet ihr auch schon dargestellt, dieser Modern Stoicism Verband und unter dem hängen dann eben die, sind dann assoziiert damit die einzelnen Stoicons. Mhm. Ja, ein praktischer Aspekt wäre vielleicht auch, es gibt tatsächlich auch viele Frauen, die da jetzt so ein bisschen drüber bloggen und schreiben, wie ist es denn als Mutter mit dem Stoizismus? Da kannst ja du vielleicht auch drüber berichten. Du hast vorher gesagt, du hast selber zwei Kinder. Gibt es da aus dem Toolkit der Stoiker bestimmte Sachen, die bei dir besonders gut ankommen, die dir persönlich helfen oder vielleicht sogar den Kindern helfen? Ja, ihr habt ja auch teilweise zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, kleine Kinder, insofern wisst ihr ja, dass Elternsein die größte Herausforderung und Verantwortung ist, der man sich so stellen kann im Leben. Insofern ist ja immer, glaube ich, hilfreich, eine Lebensphilosophie zu haben, weil man ja auch irgendeine Erziehungsphilosophie braucht. Also irgendwas muss man sich ja auch denken, wie gehe ich mit diesen kleinen Menschen um, wie versuche ich die möglichst gut auf einen erfolgreichen, im Sinne von ein erfolgreiches Leben, glückliches Leben auf diesen Weg zu setzen. Es gibt da tatsächlich ganz viele Ebenen, auf denen das interessant wird. Einerseits natürlich für mich selber,
Also was, wenn ich aufgeräumt bin als Mensch, oder wenn ich mich einigermaßen weiß, wo meine Werte verortet sind, dann kann ich vielleicht auch eine ruhigere Präsenz im Leben von meinen Kindern sein. Und dann, ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, aus welchem Blickwinkel man es betrachten kann. Zum Beispiel kann man sagen, was ist überhaupt unter meiner Kontrolle bei meinen Kindern, ne? Aus diesem Blickwinkel, wenn du sagst, ich kann sie beeinflussen, aber ich kann das Ergebnis, was für ein Mensch sie werden, das ist nicht unter meiner Kontrolle. Das sind eigenständige Menschen. Ich kann versuchen, sie auf einen guten Weg zu setzen, ihnen viel mitzugeben, aber den Rest, ich muss gewissermaßen auch gehen lassen. Und ja, dabei muss man natürlich immer im Kopf haben, dass man Vorbild für seine Kinder ist. Ne? Mhm. Diese Vorbildfunktion, die machen uns eben nach, die beobachten uns. Und wenn wir bestimmte Tugenden oder bestimmte Werte versuchen zu verkörpern, man irrt ja ständig und solange man lebt, aber wenn man es eben versucht, dann kriegen das die Kinder ja schon auch mit und lernen davon, würde ich sagen. Mhm. So meines Erachtens sind Kinder sowieso geborene Philosophen. Also was da alles schon so rausgekommen ist. Meine Tochter zum Beispiel, sie hat jetzt gerade lesen gelernt und hat ein Buch hier liegen gesehen von Massimo Piyucci, How to Live a Good Life, wo er verschiedene Philosophien vorstellt mit Kolleginnen zusammen. Und dann liest sie das vor und sagt, oh ja, das ist ja ganz einfach. Okay, also versucht die Menschheit der Frage auf den Grund zu gehen, aber du weißt es. Und dann guckt sie mich an und sagt sie, ja Mami, man kann nur ein gutes Leben führen, wenn man ein guter Mensch ist. Mhm. Ich war so, Wow, ja. Sonst geht das nicht. Okay. Ja, also Kinder haben einen ganz anderen Zugang nochmal zu Philosophie und zu den großen Fragen im Leben und kann man auch von denen lernen. Und ja, ich setze mich mit meiner Tochter, also mein Sohn ist noch sehr klein, das ist natürlich schwierig, wenn man in dem Alter, die Stoiker haben ja, glaube ich, sogar gesagt, das Alter, in dem Kinder überhaupt zur Vernunft dann oder zum rationalen Denken fähig sind, ist, glaube ich, erst ab 13 Jahre oder Markus, weißt du, was anderes, ja, ja. Noch älter, ne? Und, aber ich denke auch, dass man mit kleinen Kindern schon wirklich viele Sachen besprechen und einüben kann, einfach Alltagssituationen, die kommen heim von der Schule und sind wütend, jemand hat sie geärgert im Pausenhof, dass man mal sagt, komm, wir halten mal kurz inne, wir überlegen, wo kommt dein Gefühl her, was für eine Reaktion hast du dann gemacht, würdest du das wieder so machen? Was denkst du dir, warum war der dich so behandelt? Hat der vielleicht heute einen schlechten Tag selber gehabt? Ist der vielleicht frustriert? Weiß er es vielleicht einfach noch nicht besser, wie er sich verhalten muss und du bist ihm in dem Bereich schon weiter? Mhm. Solche Sachen, also da finde ich, ist wahnsinnig viel Potenzial auch schon mit kleinen Kindern, ohne dass man denen jetzt eine Vorlesung über Tugenden gibt oder sowas, ne? Also über die Vorbildrolle ist da bei kleinen Kindern mehr zu machen, ja. Ja, auf jeden Fall. Da hat übrigens Brittany Pollard, meine Freundin, hat ein Buch über stoische Erziehung tatsächlich geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen und das kann man, glaube ich, auch in Deutschland beziehen. Ist aber auf Englisch so. Ich meine, ich habe es schon übersetzt. Das heißt Tranquility Parenting. Und da beschreibt sie wirklich, der Titel sagt es nicht, aber es sind wirklich grundstoische Elemente, die in der Erziehung eingreifen können. Und ich finde das ein ganz tolles Buch und sehr hilfreich. Ja, ich glaube, sie hat auch einen Blog. Da habe ich auch mal drin gelesen. Und da fand ich einen Aspekt ganz interessant. Und den wollte ich mal mit euch teilen. Und dann können wir mal gucken, was dabei rauskommt. Und das war eine Beobachtung. Und die Beobachtung von ihr war, dass zumindest mit Kleinkindern, da reden wir jetzt über Kinder so von 1 bis 5 oder so, die sind ja zumindest im stoischen Sinne noch nicht ganz so der Rationalität fähig oder zugänglich mit Blick auf Gründen. Zumindest nicht so wie ältere Kinder, wie du sie jetzt eben schon hast, Anne. Und da hat sie dann die Beobachtung geteilt, dass viele Eltern so eine Art von Weihnachtsmann-Mentalität gegenüber ihren Kindern haben. Also die Kinder, die kommen halt zur Mama und möchten X, Y, Z haben und die kriegen das. Und dann, oder wenn die unglücklich sind, ne, also wenn die Kinder schreien und sozusagen Frustration erleben, ne, also psychische Frustration, weil sie nicht kriegen, was sie gerne haben wollen, dann ist der erste Impuls der Eltern erstmal derjenige, oh, das dürfen die nicht haben, die müssen rundum glücklich sein. Das heißt, die müssen strahlen, die müssen immer kriegen, was die brauchen und so weiter.
Und hat sie gesagt, da müssen wir halt doch vielleicht mal überlegen, ob das wirklich im Sinne des guten Lebens ist, dass die Kinder sozusagen nachher so verweichlicht sind, dass sie überhaupt gar keine Frustrationstoleranz mehr haben. Natürlich muss man da im Extrem aufpassen. Also man soll ja nicht die kleinen Kinder zu US Marines erziehen, ne? Na, die irgendwie alles aushalten. Aber schon so in dem Sinne, dass man durchaus den Kindern in dem Alter, das habe ich jetzt da mitgenommen, mal etwas zumuten darf, damit sie ein Stück weit auch desensibilisiert werden gegenüber der Frustration und merken, ach, das ist gar nicht so schlimm, wenn ich gar nicht immer das kriege, was ich eigentlich haben möchte. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen in der Hinsicht sind. Ja, also ich finde das sehr, da spricht sie absolut die Wahrheit, dass Kinder auch eine gewisse Resilienz dann aufbauen kann und sollte und ihnen nicht jeglichen Wunsch von den Augen ablesen sollte, denn so ist ja das Leben später dann auch nicht, wenn sie älter werden. Und ist, glaube ich, auch eher eine Sache der wirklich neueren Neuzeit, dass Kinder so sehr, ich will jetzt nicht negativ verhätschelt sagen, aber doch so wirklich rundum glücklich gestellt werden. Und auch, das hat ja auch mit materiellen Dingen, hat das ja auch zu tun, ne? Gerade was du auch sagtest, von wegen jeden Wunsch ablesen und jetzt hätte ich gern das Auto und kauf mir das. Dankbar sein für was man hat und ja, und Betonung darauf eben auch und nicht materielles ist jederzeit verfügbar und zum Glück auch absolut maßgeblich. Und während die Kinder diese Frustrationstoleranz entwickeln, da ist dann der Stoizismus für einen selber als Elternteil wieder sehr hilfreich. Der Tobsuchtsanfall im Supermarkt zum Beispiel, genau, die man dann aushalten muss und die bösen Blicke der anderen. Ja, da gibt es, glaube ich, wirklich mehrere Aspekte. Ne? Also das ist, glaube ich, irgendwie so ein paradigmatisches Beispiel, wenn der Sohn oder die Tochter auf einmal irgendwie kurz vor der Kasse in Tränen ausbricht, sich auf den Boden wälzt und sagt, ich will jetzt dieses XYZ oder sowas haben. Ne? Und alle schauen einen an, da kann man sich irgendwie in Selbstbeherrschung üben und sagen, die Blicke der anderen, die sind für mich jetzt nicht handlungsanleitend. Vielleicht schmerzen die im Moment, je nach Trainingszustand. Aber die sind nicht handlungsanleitend in dem Sinne, dass ich jetzt mein Kind deshalb aufhebe. Ne? Möglicherweise hebe ich es auf und unterstütze es meinetwegen auch in seinen Wünschen oder seinen Handlungen, aber nicht, weil die anderen mich jetzt gerade angucken zum Beispiel. Und dann ein anderer Aspekt ist natürlich auch derjenige, glaube ich, zumindest, ich bin auch junger Vater und da ist ein Impuls einfach, dass man es nicht gut haben kann, wenn die eigenen Kinder frustriert sind. Das ist wahrscheinlich auch sowas wie eine Propathia, wie die Stoiker sagen würden, sozusagen eine natürliche Neigung oder Aversion gegenüber der Schmerzempfindung von Nachfahren, die man da hat. Das heißt, da muss man auch nochmal auf der Ebene auch nochmal selbst beherrscht sein und sozusagen die Ratio einschalten und sagen, ich helfe ihm eigentlich jetzt, ne, indem ich ihn möglicherweise vielleicht streichle, aber erstmal schreien lasse. Ne? Das kann ja auch, wie du schon gesagt hast, kommt immer auf die individuelle Situation an. Und es ist jetzt kein Pauschalhinweis, das Kind immer liegen zu lassen vor der Supermarktkasse. Aber das ist manchmal eben eine Option, die man irgendwie ergreifen kann, um dem Kind weiterzuhelfen, indem das Kind erstmal die Frustration spürt. Aber zugleich eben auch unterstützt wird da drin. Ne? Also nicht alleine gelassen wird. Ja. Oder machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge über historische Erziehung, da reden wir ja auch nochmal auch häufiger von. Ne? Ja, das haben wir schon ein paar Mal angeschnitten, das Thema. Ich werde auf jeden Fall dieses Buch von der Brittany Pollard mal anschauen, was du gerade vorher gesagt hast, weil wir hatten das Thema irgendwie schon ein paar Mal und sind eigentlich immer so ein bisschen drauf gekommen, es fallen einem genug so Werkzeuge der Stoiker ein, um selber irgendwie ein bisschen resilienter dazu werden. Du hast es schon gesagt, da ist man dann selber auch natürlich ein besserer Elternteil, wenn man ruhig ist und gelassen bleiben kann und so. Aber so wirklich auf die Kinder bezogen, ja, Vorbildrolle haben wir vorher schon gehört, das war ein sehr guter Hinweis, aber irgendwie so Lehrplan, wenn man sein Kind zum Stoiker erziehen will, da hat, glaube ich, noch kaum jemand irgendwas drüber geschrieben, irgendwie so wie so ein Curriculum, irgendwie, keine Ahnung, ab 8 Jahren jeden Abend ein Seneca-Zitat oder was auch immer. Also so eine stoische Erziehung, falls denn das überhaupt gewollt ist. Markus hat schon gesagt, man will die natürlich auch nicht irgendwie so zu Marines erziehen, aber wenn ja irgendjemand Interesse daran hätte, die Kinder so wirklich dem Stoizismus vertraut zu machen, da gibt es, glaube ich, noch gar nichts drüber. Das wäre mal eine spannende Folge, wenn man da uns was überlegen. Es wäre ja auch kein Marine, es wäre ja auch einfach ein besserer Mensch, nicht nur um sich selbst willen, wobei glücklicher sein wahrscheinlich Side-Effekt ist, sondern auch um ein besserer Teil der Gesellschaft zu sein, ne? Um eine bessere, seine Rolle, die verschiedenen Rollen, die wir haben, besser
auszufüllen. Das erinnert mich daran, ich meine, es gibt eine Schule für Stoizismus in London. Ich meine, das hat mal jemand erwähnt. Also eine tatsächlich eine Schule für Kinder, die einen stoischen Lehrplan hat. Aber das ist, glaube ich, eine Ausnahme. Vielleicht ist sie inzwischen auch beschlossen, aber ich meine, dass ich das mal gehört habe. Spannend. Müssen wir mal nachrecherchieren, ob es die gibt und was denn dieser auf dem Lehrplan hat. Das würde mich jetzt interessieren. Meiner ist zwar auch noch zu klein. Der ist laut den Stoikern noch nicht vernunftbegabt, aber die Zeit kommt ja noch. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Themen? Also Markus hat gerade schon gesagt, wir können da gerne auch nochmal eine Folge draus machen. Wir kriegen da regelmäßiger Anfragen, auch von Frauen, die da bestimmte Themen behandelt haben wollen. Aber wenn wir dich heute schon mal da haben, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen? Oder hast du noch irgendwelche Anekdoten auf Lager, die du uns erzählen willst? Auf die Gefahr hin, zu viele Buchempfehlungen auszusprechen, aber ich finde das immer ganz toll im Podcast, wenn ich Buchempfehlungen bekomme tatsächlich. Mhm. Falls HörerInnen interessiert sind an einem insgesamten Überblick über Philosophinnen, jetzt nicht unbedingt Stoikerinnen, eher nicht, aber einfach die Geschichte der Frauen in der Philosophie, das Buch Philosophinnen heißt es auf Deutsch, auf Englisch Philosopher Queens von Rebecca Buxton und Lisa Whiting wollte ich noch empfehlen. Das sind also 20 kurze Geschichten, Biografien über Frauen, die sich in der Philosophie bewegt haben. Es geht von Hypatia 400 nach Christus, die Mathematikerin, die in Alexandria leider von Christen gesteinigt worden ist, bis hin zu Anita Allen, Privacy Law Professorin, Zeitgenossin. Ganz, ganz tolle Geschichten, das wollte ich nochmal erwähnen. Das hatte ich vorhin gar nicht mehr erwähnt in meinem kurzen Überblick über Philosophinnen. Also wir verlinken alles, was du uns hier empfiehlst und was bisher gefallen ist, verlinken wir unter auf der Webseite drunter. Also da kann jeder sich frei bedienen. Das wird eine schöne lange Liste diesmal. Ja, vielen Dank. Ja, und wer sich mit mir verlinken möchte, bin auch immer an Austausch interessiert. Wie gesagt, ich freue mich gerade mit dem deutschen Sprachraum zu tun zu haben. Vielleicht könnt ihr meine E-Mail-Adresse da auch noch mit reinpacken. Machen wir. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Und so, das ist einfach nochmal eine ganz andere Perspektive. Wir haben relativ viel jetzt über Resilienzbildung gesprochen und auch in Situationen, in denen Frauen sind, die problematisch sein können, also Stichwort Sexismus und wie man damit umgeht. Eine andere Situation ist ja auch noch diejenige, dass viele sagen, Frauen haben es heute in unserer Gesellschaft mit Blick auf die Findung ihrer Rolle, also ihrer Vision im Leben, schwerer als Männer. Auf der einen Seite sollen sie die perfekte Mutter sein, auf der anderen Seite sollen sie auch irgendwie eigenständig sein und einen Job machen und so weiter, ne? Und Ehefrau kommt irgendwie auch noch dazu. Und das sind irgendwie ganz viele verschiedene Sachen, die an einem zehren. Und man weiß eigentlich gar nicht genau, was man da machen soll. Gibt der Stoizismus auch sowas wie einen ethischen Kompass hinsichtlich dessen, wie man seine Rolle als Frau im Leben eigentlich findet? Gibt es sowas auch? Oder wie geht man daran? Vielleicht mal so gefragt. Ja, das ist eine große Frage. Also was ich persönlich wichtig finde, ist, wenn man sich einfach ganz alleine für sich nochmal hinsetzt und klar macht, was sind eigentlich meine Rollen in diesem Leben? In welchen Rollen stecke ich? In welchen stecke ich freiwillig? In welchen stecke ich unfreiwillig? Ich bin vielleicht eine Tochter wahrscheinlich. Ich bin eventuell gewollt oder wenige heutzutage hoffentlich nur auch ungewollt Mutter. Ich bin Kollegin, ich bin Partnerin. Ich bin Freundin, ich bin Schwester und wie werte ich für mich diese Rollen und wie kann ich die versuchen, in Einklang zu bringen? Und da gibt es wieder keinen Schlüssel, den man jetzt ins Schloss stecken kann und sagen kann, ja, mach doch auf und dann wirst du glücklich, sondern da muss man sich wirklich angucken, was kann ich schaffen und wie kann ich das bewerten? Und bei vielen ist es ja auch nicht nur eine Frage von, was will ich, sondern was muss ich, weil einfach es ist sehr privilegiert zu sagen, was möchte ich denn alles machen? Die Wahrheit ist wahrscheinlich eher, was muss ich, welche Rollen muss ich wie erfüllen und wie ordne ich das für mich? Mhm. Also wieder kein Patentrezept, höre ich daraus. Leider nein, wenig. Ja,
Wenig Patentrezepte leider an der Hand. Ja, es ist ja auch gar nicht schlimm. Ich meine, die Welt ist halt ein komplizierter Ort. Warum sollte die Philosophie anders sein? Also man sollte vielleicht Vorsicht walten lassen vor allzu viel Dogmatismus und wenn Philosophie Patentrezepte hat. Und von daher ist es ja sehr sympathisch, wenn jemand sagt, man muss den Einzelfall anschauen und genauer schauen, wie das für jeden Einzelnen in der jeweiligen Situation passt. Und Stoizismus ist halt auch eine fordernde Philosophie. Ne? Also wer sich da drauf einlässt, es erfordert ja auch viel Reflexion und viel Arbeit an sich. Also das muss man auch wollen. Ich glaube auch nicht, dass es für jeden das Richtige ist unbedingt. Ja, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt, den haben wir ja auch des Häufigeren im Podcast erwähnt. In 8 Wochen wird man halt nicht zum Stoiker. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der stoische Weise, also das Hauptideal, sowieso nur alle 500 Jahre vorkommt, nämlich so selten ist wie der Phönix. Oder die stoische Weise, genau. Ja, richtig, danke für die Korrektur. Das ist dann halt so. Da muss man erstmal mit klarkommen. Insofern sind vielleicht auch so allzu schnelle Empfehlungen, mach doch mal folgende 3 Übungen und dann bist du sozusagen fertig, mit Vorsicht zu genießen. Ne? Ja. Und vielleicht kannst du auch nochmal deinen Eindruck schildern. Ein Aspekt, der, glaube ich, im Stoizismus eine große Rolle spielt und vielleicht in anderen Philosophien gar nicht so stark ist, ist die Nutzung der eigenen Vernunft. Und das bedeutet eben auch, dass wenn man sich für diesen Lebensweg entscheidet, eben ein Stück weit auch sich mit den Theorien, die dahinter steht, auseinandersetzt. Das heißt, warum ist es eigentlich gut, möglichst resilient zu sein? Warum soll das eigentlich gut sein, irgendwie vernünftig zu sein und so? Und ich glaube, das stimmt auch, ne? Du sagst, das muss man wollen, ne? Also bei aller Sympathie. Wir haben in einem unserer ersten Podcast-Folgen auch gesagt, dass wir sozusagen kritisch wohlwollende Beobachter des Stoizismus sind. Und diesen vielleicht für manche kritischen Aspekt sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja, ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also mir persönlich, ich finde es einfach, ich begeistere mich dafür. Ich finde, da ist wahnsinnig Hilfreiches dabei. Hat mir in meinem Leben an vielen Stellen in letzter Zeit schon geholfen. Und ja, ich mag die Community, aber du hast auf jeden Fall recht, dass man kritisch bleiben sollte. Und es ist ja auch eine Philosophie, die sich auch weiter fortbildet und die in vielen Punkten noch in der Bewegung ist. Ne? Und ja, vielleicht so ganz zum Schluss noch so eine persönliche Nachfrage von mir. Gab es da irgendwie sowas wie eine spezielle Intuition, die du hattest, warum du den Stoizismus besonders gut findest? Ist es sozusagen diese Resilienz? Ist es dieses Eigenverantwortliche? Es liegt nur in meiner Macht, das gute Leben? Oder was ist es genau? Ja, schwierige Frage. Habe ich noch eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist eine Mischung von mir gefällt dieses, dass man mit Vernunft vorgeht, dass wir alle zu Vernunft fähig sind und dass wir aber alle auch sozial sind. Und diese Kombination hat mich eigentlich angesprochen. Also die Grundaussage, die menschliche Natur ist vernünftig und sozial. Das sind für mich 2 Sachen, die wunderbar zusammengehen. Und den sozialen Aspekt, den finde ich ja mindestens genauso wichtig wie das vernünftig reagieren auf unsere Umstände und persönlich resilient zu sein, als Selbstzweck auf keinen Fall, aber es hilft ja auch wiederum mir in meinen mitmenschlichen Beziehungen dann weiter, wenn ich mit mir im Einklang bin. Und eher auch, das siehst du das so, wie es die Stoiker eigentlich auch gesehen haben, wie du schon gesagt hast, nicht als Selbstzweck. Das ist ja, der Markus hat dich ja vorher schon ein bisschen versucht, da in die Falle zu locken mit dem Patentrezept, da stelle ich ihm jetzt mal, nein, Spaß beiseite, aber du kommst ja aus dem Silicon Valley und da gibt es ja auch diesen Begriff Silicon Valley Stoizismus, die das ja dann so ein bisschen oft runter reduzieren auf irgendwie, was ich das dann bei YouTube ganz oft, mach diese 3 stoischen Übungen und du bist resilient oder sowas, also das haben wir jetzt ja, glaube ich, irgendwie ausgeschlossen, dass das jetzt doch nicht alles ist, was der Stoizismus zu bieten hat und dass da schon auch noch mehr dahinter steckt. Also wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde das als Einstiegsdroge gar nicht schlecht. Ne? Man sollte es nur nicht so verkaufen, dass danach alles vorbei ist. Genau. Ne? Ja. Sondern der Weg fängt dann erst an. Und es gibt ja unterschiedliche Schwellen, wo Leute anfangen. Ihr habt ja jetzt gerade auch darüber gesprochen, du hast davon gesprochen, dass du mit Ryan Holiday angefangen hast, was auch eher ein Mainstream-Autor ist und so weiter. Ne? Andere haben möglicherweise, so wie ich, mit den Quellen selber angefangen. Ne? Also es gibt da irgendwie ganz verschiedene Wege.
da irgendwie reinzukommen. Und dann will ich das auch, die YouTube-Videos, gar nicht verurteilen. Ja. Man sollte halt wirklich nicht so viel versprechen und zu sagen, du, nach 8 Wochen bin ich fertig. Ne? Dann habe ich sozusagen das gute Leben in der Tasche. Nein, das ist ein lebenslanger Weg und es geht ja auch immer wieder, gibt ja auch immer wieder Rückschläge, wo man sagt, das ist jetzt überhaupt nicht, wie ich mich verhalten wollte. Und das ist, glaube ich, eine sehr lange Reise, die man da vor sich hat. Und genau, ja, Silicon Valley. Also ich lebe zwar hier, aber ich habe das jetzt auch gar nicht so mitbekommen als nur Lifehack-Geschichte, weil ich da einfach auch tief eingetaucht bin. Und ja, es gibt ja viele, Anni, ihr habt ja über Logik gesprochen, über Bereiche, ja. Wie kann ich an meinem Denken arbeiten, sowas wie Think Again, welchen Biasen unterliege ich und sowas. Es gibt ja so viele Bereiche, in denen Stoizismus auch noch relevant wird, die wir sprengen jetzt komplett den Rahmen, aber ihr habt ja den Podcast dafür. Ja. Ich finde das ganz toll, dass ihr diesen Podcast macht. Ich bin so froh, dass das sowas im deutschen Raum jetzt ist. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass das wirklich eine wichtige Folge jetzt war. Es sind da ja in der Zwischenzeit auch einige Fragen in die Richtung eingegangen und ich hoffe, wir konnten da jetzt heute einige Fragen beantworten. Wir haben ja jede Menge diskutiert und wer sich da weitergehend noch informieren will, ich glaube, für denjenigen waren auch jede Menge, was weiß ich, YouTube-Hinweise mit der Stoicon X Women mit dabei und Buchempfehlungen. Also da sollte jetzt die Tür erstmal aufgestoßen sein für alle Männer und Frauen, die uns zuhören und die mehr über dieses Thema wissen wollen. Also ich glaube, da gibt es jetzt einiges an Material zur Verfügung. Wer übernimmt die Schlussworte? Hat einer von euch noch einen schönen Satz? Ansonsten, ich sehe keine Reaktion, dann würde ich auf jeden Fall mich bei dir, Anne, sehr bedanken, dass du heute bei uns mit dabei warst. Muss vielleicht auch noch erwähnen, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, wir haben das jetzt mit enormer Zeitverschiebung natürlich gemacht nach Kalifornien, aber es hat technisch reibungslos funktioniert, also schöne Zeiten, in denen wir hier leben, was das betrifft. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast bei dir am Morgen. Ja, sehr gerne. Und ja, vielen Dank. Genau. Ja. Alles Gute und heiter bleiben. Genau. Dann haben wir heute die Lage der Stoiker ist hinreichend erörtert. Und heute auch die Lage der Stoikerinnen. Und die Stoikerinnen. Oh, ja. So, tschüss. Also, ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.